Guten Morgen, meine Süßen. Oder eher guten Mittag. Ich habe heute ein bisschen länger geschlafen. Das merkt man jetzt vielleicht. Ich habe total tolle Post bekommen. Post! Oh nein, jetzt habe ich schon was runtergeschmissen. Von meiner allersüßesten Christina. Und es war wieder eine absolute Mega-Überraschung. Ich habe das schon mal hier aus dem Karton rausgenommen. Ich habe es aber noch nicht auseinandergenommen. Ich bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen. Und ich habe erstmal hier eine total süße Karte bekommen. Winter Wishes and Bubbly Kisses mit einem Schneemann in der Badewanne. Das ist so niedlich. Total cool. Und sie hat halt gesagt, sie hat was gebastelt und dachte, ich würde mich vielleicht darüber freuen. Und es sieht jetzt schon unglaublich cool aus, oder? Jetzt mal ernsthaft. Da hatte ich hier noch so eine coole Rosette dabei. Und das Ganze war eingepackt in eine Tortenspitze, also passend dazu. Fand ich super niedlich. Und ja, wir gucken da jetzt einfach mal zusammen durch, was sich da drin alles so versteckt. Ich nehme das hier mal als erstes raus. Das ist so ein, wie heißt das? Tag Flip, Flip Tag Ring. So, und zwar sind das so große Tags, total süß, ne? Die sind hier mit so einem Buchring zusammen gemacht. Hier ist dann noch so total süß ein bisschen Schleife dran. Und dann sind das halt hier diese Tags, die sind alle einzeln ja, designt quasi. Total süß. So ein Tag Flip. Flip Tag habe ich ja auch noch gar nicht. Habe ich noch nie bekommen. Mein erster. Voll süß. So, dann noch dieser. Ah, dieser. Und hier das mit den Flamingos. Total süß. Vielen lieben Dank. Ich krieg das jetzt gar nicht mehr so gut zu. So. Dieses. Oh, ich sehe hier schon eine Schanze. Dann habe ich hier so ein süßes kleines Teilchen bekommen. Das ist mit Klettverschluss. Dann kann man das so aufmachen. Oh, wie süß! Da sind Stempelabdrücke drin. Ach, das ist ja niedlich. So, dann haben wir hier diese total coolen Eichhörnchen. Die sind auch putzig. Dann haben wir hier ein Bärchen. Kann man das hier noch so aufklappen? Dann haben wir hier auch noch mal Eichhörnchen. Der ist auch cool. Und hier haben wir noch mal Bärchen. Super, super niedlich. Vielen Dank. Das ist echt toll. Achso, das ist echt schön geworden. Dankeschön. So. Dann gibt es hier Herzchen. Huch. So. Herzchen-Sticker, die finde ich auch unglaublich toll. Die nehme ich, benutze ich auch echt super gerne, weil die echt toll aussehen. Die gibt es eigentlich. Wovon sind denn die? Weil ich kenne die nur aus dem Teddy. Die sind jetzt von woanders. Ja. Weil da mehr drauf sind. Deswegen irritiert mich das gerade so ein bisschen. Die vom Teddy sind ein bisschen schmaler. Vielen lieben Dank. Oh ja. Jetzt habe ich auch eine von den neuen Action-Stanzen. Ich muss euch ehrlich sagen, ich war letztens da, weil ich einen neuen Wäschekorb brauchte. Und ich habe mir nichts an Bastelkram mitgenommen, weil ich mir ja vorgenommen habe, hier die ganzen Papiere und so alles jetzt dieses Jahr verbastelt zu bekommen. Und ich habe auch gar nicht geguckt, weil sobald ich gucke, ist eh vorbei und deswegen weiß ich auch gar nicht, ob es die bei uns schon gibt. Aber ich finde die super, super cool. Hier mit so Dreiecken und dann mit so Ovalen und einmal so, ja, so geschwungen halt. Finde ich richtig cool. Vielen lieben Dank. Dann haben wir noch einmal Herzchen in Blau. Das ist eine sehr geile Farbe. Das ist so ein Türkisblau, würde ich sagen. Mega cool. Und noch so ein Lollipop. Ich vergesse immer, wie die Dinger wirklich heißen. Ich habe es letztens doch gelesen, habe gedacht, das muss ich mir merken. Ja, finde ich auch total süß. Und alles total passend zueinander, ne? Also farblich passend mit demselben Papier, Sticker und so weiter. So, und dann haben wir hier hinten noch, ich nehme das jetzt einmal
so komplett raus. Oh, ein Stickerblock. Okay, cool. Ach so, das ist hier. To do, remember, deadline, day off, important. Ja. Oh. Ah, so, immer zwei. Aber die sind doch auch nicht vom Action, oder? Nee, ich glaube nicht. Sind die vom Action? Ich weiß es nicht, aber ich finde sie total süß. Hihi. Oh, die sind echt cool. Hier auch mal was ganz anderes mit so einem Reagenzglas. Finde ich auch geil. Und hier der Briefkasten. Oh, Buchstaben gehen eh immer. Herzchen gehen auch immer. Mit ganz viel Süßkram. Ach, die sind ja echt total putzig. Aber sag mal, Christina, die sind nicht aus dem Action, ne? Oder? Bin ich jetzt total blöd? Kannst du mir ja mal sagen. Super süß. Das finde ich auch toll. Sweetheart. Dann haben wir hier noch so größere. Die finde ich auch sehr cool. Ja. Weiß ich auch schon, was ich damit mache. So. Dann haben wir hier noch was Eingepacktes. Was mir aber wieder sehr viel eingepackt, Christina, ne? Das Selbstgebastelte hätte ja auch gereicht. Christina ist manchmal ein bisschen verrückt. Oh, Stempel! Oh, ein Waschbär! Oh, die sind ja süß. Und hier so Eichhörnchen. Ach, die sind ja toll. Und ein Vögelchen. Dankeschön. Und der Waschbär, der ist toll. Lass mich raten, du hast mir deswegen den Waschbär geschickt. Aber ich finde, die Eichhörnchen finde ich auch supi. Vielen lieben Dank. Ach Gott. Christina ist manchmal ein bisschen verrückt. Ich glaube, von dir kriege ich die allermeiste Ü-Post. Und dann versuche ich dich immer zu überraschen, und dir was zu schicken. Und dann kriege ich doch wieder irgendwas. Und oh Gott, ein ewiger Kreislauf. So, und hier haben wir noch. Oh, ein Pocket Letter. Ja! Oh. Oh. Oh, der ist ja schön. Thema Winter. Ach, die Eule, die ist so cool. Der ist echt hübsch. Wahnsinnig schön. Und dann hier auch wieder die Seite. Und das ist ja das, was ich immer vergesse irgendwie. Mit Washi beklebt und direkt aber dann nochmal gelocht. Ich habe ja einen Ordner für die Pocket Letter, die ich so bekommen habe. Und ich habe die Befürchtung, dass auch noch überall. Guckt mal, wie cool! Mit so kleinen Briefumschlägen überall drin. Das ist ja auch mal geil. Das muss ich mir mal merken, falls ich nochmal ein Pocket Letter mache. Jetzt muss ich die hier. Also, Christina, du hast dir Mühe gemacht ohne Ende, ne? So, was haben wir hier? Sticker! Oh, die sind aber auch schön. Mit Heißluftballons. Sehr, sehr cool. Vielen Dank. Ich muss die jetzt alle da drin lassen, damit ich die gleich so auch irgendwie verkramen kann, ne? Was haben wir hier? Oh, Stanzteile. Auch cool. Was haben wir hier? Hurra! Oh, verdammt. Ein Schmetterling. Luftballons geht auch immer. Ein Fahrrad. Oh Gott, ich krieg's irgendwie gerade nicht geregelt. Hier ist es ein bisschen verhakt. Ein Hurra mit einem Sternchen. Kann man auch super süß für so eine Babykarte nehmen. The best time und ein Fahrrad. Super cool. Dankeschön. So, alles wieder vorsichtig hier rein. Aber das mit den Umschlägen, das finde ich echt cool. Das muss ich mir unbedingt mal merken. Die hast du dann aber wahrscheinlich selber gemacht in der Größe, ne? Dann haben wir hier. Oh ja, der Schneemann in der Badewanne. Ach, der ist hier aber auch so cool, ne? Es ist echt ein toller Stempel. Die auch, die sind auch so putzig. Oh, süß. Ich finde Schneemänner ja eh total niedlich.
Snow up at my house anytime. Take a break. Oh, und auch die Sprüche dabei. Super cool, dankeschön. So, weiter geht. Oh wei, oh wei. Ich habe irgendwie nicht gedacht, dass das so viel ist. Dass ich alles in so einem Loaded Envelope verstecken kann. Oh. 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 Also wir haben hier, oh. Wir haben hier Holzteilchen. So Wölkchen mit cute, happy, sweet and sleep. Dann habe ich hier so Wölkchen. Wie heißen die denn nochmal, diese Teile? Die nennt man nicht Cabochons, das weiß ich. Ach so, hier ist noch ein Wölkchen mit Love. Und hier so ein ultra cooler Regenbogen. Der ist ja auch mal geil. Ach, wie nennt man diese Teile denn nochmal? Ich weiß es nicht, aber ihr wisst das ja, ne? Könnt ihr mir ja auch nochmal in die Kommentare schreiben. Das ist, weil ich sowas selber, also ich finde die toll, aber sowas würde ich nie selber irgendwie bestellen oder so. Und ich wüsste auch gar nicht wo, weil ich auch nie weiß, wie das heißt. Und ich finde die so genial, aber ich, weil ich das selber irgendwie mir nie raussuche, weiß ich, kann ich mir halt auch den Namen einfach nicht merken. Das ist irgendwie. So, was haben wir hier? Oh, Paperclips! Oh, wie süß, ein Kätzchen und der, ach Gott, ein Häschen. Auch selber koloriert, eingeschweißt, ausgeschnitten und dann hier an diese Paperclips geschnitten, geklebt. Mega cool. Vielen Dank. Weiß ich auch schon, wo ich die verwende. So, es geht immer noch weiter. Ich krieg mich gar nicht mehr ein hier. Ach Gott, Christina, du bist echt total verrückt. Positiv, ne? Muss man ja immer dazu sagen. Und dann haben wir hier Büroklammern in Blümchenform und in Herzchenform. Ja, die sind auch süß. Dankeschön. Oh Gott, muss mal gerade einen Schluck Kaffee trinken. Ich weiß auch gar nicht, womit ich das eigentlich verdient habe, dass ihr mir immer so viele Geschenke schickt. Ich bin immer, ich freue mich tierisch, aber irgendwann kriege ich ein schlechtes Gewissen. Oh, wie, ach, die sind ja putzig, guckt mal. Schleifchen. Und das sind so, aber die hast du nicht selber gemacht, oder? Sieht aus wie so gehäkelte Schleifchen mit so einem Bändchen drum. Super niedlich. Und dann halt hier so Stoffschleifchen. Auch coole Farben irgendwie. Mal was ganz anderes als die Farben, die man so normalerweise hat. Mega toll. Ui, ui, ui. So, zwei Umschläge habe ich noch. Och ja, geil. Hier so Klebepünktchen. Auch super geile Farben. Das ist so, die sind so pastellig irgendwie. Sieht richtig cool aus. Mega cool. Vielen lieben Dank. Manchmal frage ich mich, was die Christina für geile Shops in ihrer Nähe hat, wo die so coole Sachen findet. Ich kriege immer Sachen, da denke ich mir, wo hat die das denn schon wieder her? Aber es sind dann meistens auch Geschäfte, die ich hier in meiner Nähe gar nicht habe. So, und im letzten. Oh, süß. Schokolade natürlich. Aber guckt mal, wie süß. Das Leben war viel leichter, als wir Jungs noch doof fanden. Auf jeden Fall, Christina, da gebe ich dir recht. Also als Jungs noch blöd waren, war das Leben wirklich einfacher. Und hier steht, wer montags scheiße aussieht, hatte ein geiles Wochenende. Bin ich auch voll dabei. Oh, die sind unglaublich cool und ich liebe diese Sprüche. Ah, oh, Christina, vielen lieben Dank. Du bist total verrückt. Du hast mir wieder so tolle Sachen gebastelt und mir wieder so viele schöne Sachen geschickt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich habe mich mega gefreut und es war wieder eine absolute Mega-Überraschung. Ich finde das immer so lustig. Ich komme da nach Hause und denke so, ich habe gar nichts bestellt. Warum steht da ein Päckchen? Wenn ich dann Absender lese, dann freue ich mich direkt schon immer. Und ich habe diesmal ein bisschen länger gebraucht, um es auszupacken, weil ich hier so Chaos hatte, weil ich meine Bastelecke komplett aufgeräumt und sortiert habe. Und ja, aber mega toll. Mega toll.
Vielen, vielen, vielen lieben Dank, meine Süße. Ich habe mich wirklich mega gefreut. Ich schreibe dir gleich auch noch eine E-Mail auf jeden Fall. Und damit nicht genug, ne? Ich wollte mich fast schon verabschieden, aber gleich kommt noch ein Video. Ich habe nämlich noch eine Post bekommen und zwar von meiner lieben Romy. Also, falls ihr Bock habt, ne, könnt ihr ja gleich auch noch mal einschalten. Dann sehen wir uns. Bis dahin. Tschüss.